Herzlich willkommen bei Souveräne Quarantäne. Mein Name ist Markus Nussbaumer und heute melde ich mich aus der wunderbaren barocken Bischofsstadt Fulda. Und dort gibt es ein wunderbares kleines Fachgeschäft in der Königstraße, das Weindepot Vinum. Und dort habe ich mich heute mal eingezeckt. Und möchte auch hier natürlich was Besonderes empfehlen. Ich habe hier einen Wein von der Cantina di Negrar, eine Winzergenossenschaft, die in Negrar vor den Toren Veronas ansässig ist. Und das wäre ein schöner Sommerwein, weil er ist auch wunderbar kühl zu trinken, hat sehr viel Frucht und Saft und ist ausdrucksvoll. Es sind die traditionellen Rebsorten dieser Region Valpolicella da verwandt. Und zwar die Corvina zu 50%, zu 30% Corvinone und 10% Rondinella. Und die verbleibenden 10% teilen sich Cabernet Sauvignon und Merlot. Und diese Trauben werden über 60 Tage getrocknet und dadurch ist der Extrakt und die Intensität des Weines ganz außerordentlich gesteigert worden. Es ist ein Wein, der eine große Frucht hat, sehr viel Saft und hat eine ganz, ganz zarte Säure, die sehr, sehr bekömmlich ist. Und sehr wenige Tannine und das lässt ihn eben natürlich gekühlt ganz besonders gut erscheinen. Dazu essen würde ich gerne ein Taco vielleicht oder ein Hamburger. Ganz hervorragend ist er auch für ein Picknick oder ein Buffet geeignet, wo alle möglichen Sachen anzutreffen sind, vom Hühnerbein mit einem Kartoffelsalat oder ein Sandwich, ein Stück Wassermelone, was man alles in so einen Korb oder auf ein solches Buffet packen kann. Und das ist dann ein Wein, der alles sehr gut begleitet und wie gesagt, gekühlt genossen, ganz hervorragend, erfrischend auch noch. Das wäre mein besonderer Tipp hier aus dem Weindepot Vinum. Und es liegt vor den Toren der Rhön, diesen wunderbaren, tollen Naturreservat, Biosphärenreservat, das auch eine Besonderheit hat wegen der sehr, sehr niedrigen Lichtverschmutzung, nennt man es auch Sternenpark. Und dort kann man, und das gerade jetzt im Sommer, auch im August, den Sternenhimmel zu genießen. Und das mit einer Picknickdecke, einem Picknickkorb und einer gekühlten Flasche Appassimento von der Cantina Negrar ist natürlich hervorragend. Und was man hier auch bekommen kann, ist eine besondere Spezialität, die ich sehr liebe. Und zwar von den Reichmädels, der Jeanette und der Silvia Reich, gibt es hier Rhöner Spezialitäten, nämlich das Rhöner Herzblut und das beispielsweise ist das Zwiebelchutney oder es gibt ein Apfelketchup, der auch ganz hervorragend in eben jenen Picknickkorb passen würde und die besten Marmelade und eine ganz, ganz außergewöhnliche Falance von tollen Konfitüren, Chutney, Soßen, die alle von den beiden Damen in einem Kupferkessel in der Rhön eben gemacht werden. Und das ist eine ganz große Besonderheit aus der Rhön. Und das gibt es hier auch bei Weindepot Vinum. Und da können Sie einen wunderbaren Korb sich füllen lassen. Das ist wirklich eine tolle Adresse. Eins dieser Weingeschäfte, die man immer sucht und nur so selten findet. Und jetzt gilt es, support your local dealers, weil die brauchen es. Und solche Geschäfte, die gilt es auf jeden Fall zu erhalten. Viel Spaß und vielleicht schauen Sie mal hier rein, wenn Ihr Weg Sie nach Fulda führt.